Ich zeige dir 5 Tore aus der Frauen-Champions League und du musst die praktisch ranken. Welches war das Schönste? Welches hat dir in der Top 5 am wenigsten gefallen? Und würde sagen, wir schauen uns erstmal alle 1 bis 5 durch. Das ist Ramona Bachmann. Ja, ja. Kenn ich. Ich wusste nicht, ob ich noch ein bisschen... ich glaube, Tor 2 müsstest du die Spielerin bzw. die Torschützin auch auf jeden Fall kennen. Okay. Die Mannschaft kommt mir schon mal bekannt. Over a minute plus added time away. This could be a crucial time to get a second for Bayern. Headed across goal towards the far post and across the line. Bundled in! Wie wir sie kennen. Kommen wir zu Tor 3, auch dir eine wahrscheinlich sehr bekannte Spielerin. Aha, sag ich's zwar. Genau. Tor. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Tor 4. Gleiche Liga, aber anderes Team. Ich glaube, Lena Lattwein war das. Ja, genau. Kenn mir aus. Oh, that's not a bad try! Fabulous goal! Schön. Und dann zu guter Letzt noch eine Hoffenheimerin. Ah, Kathi. Ich habe sie ja schon alle gesehen. Ja, klar, ich verfolge ja natürlich die Spiele. Das war schon echt schön von Kathi. Okay, ja, alles schön. Genau. Fangen wir am besten an mit Platz 5. Hast du noch alle im Kopf? Ich habe noch alle im Kopf. Und es sind echt alles Traumtore, also richtig, richtig gute Tore. Ich werde meine Mädels natürlich hoch ranken. Hab ich fast gedacht. Ja, ja. Drum, schwer. Ich würde sagen, auf Platz 5, auch wenn es echt ein richtig super Tor war, Lena Lattwein. Auf 4. Das Schlechteste. Ja, man kann nicht sagen, schlechtestes Tor, das ist ein Traumtor, aber ich muss meine Mädels hoch ranken und es ist halt technisch schon super, wie sie den nimmt. Also ist echt ein cooles Tor, aber ich muss meine Mädels da einfach höher ranken. Das ist so. Ja, okay. Und, ja, kann ich noch. Auf Platz 4 würde ich dann Ramona Bachmann setzen. Auf Platz 3 mache ich Jovis Tor, Damjanovic. Ich glaube, das ist so ein Tor, da sieht man auch so ihre Persönlichkeit. Das ist so ein Tor, einfach nie aufgeben, voll durchziehen und ja, mit Hartnäckigkeit ein Tor erzielen. Sie geht einfach hinterher, bleibt hartnäckig und macht auch für uns ein sehr wichtiges Tor. Darum ranke ich es auch hoch, weil es war der Ausgleich in Hecken. Auf Platz 2 Kathi Naschenweng, meine österreichische Kollegin. Ich finde, macht sie überragend, weil der Ball eigentlich nach außen weggeht jetzt. Also sie nehmen den nach außen mit und den dann so in den Winkel zu knallen, ist schon echt Respekt und freut mich auch voll für sie. Ich mag sie persönlich auch sehr gern. Und somit haben wir Platz 1, Sakis Tor. Einfach, weil das für uns so ein extrem wichtiges Tor war und einfach gezeigt hat, dass wir einen Gegner wie Lyon schlagen können und dass das 1-0 Siegtor war. Darum muss ich das einfach auf Platz 1 ranken, weil es für uns einfach so ein wichtiges Tor war. Ja, welches ist mein Ranking. Das ist sehr gut, kann ich nachvollziehen. Welches war für dich aber technisch das anspruchsvollste? Technisch würde ich, glaube ich, fast sagen Kathi Naschenweng oder Ramona Bachmann. Sind sehr ähnliche Tore von der Technik, sind schon echt cool und beide genau in den Winkel, von dem her unhaltbar. So sind technisch die zwei anspruchsvollsten, meiner Meinung nach.